Turn jungle to garden. Turn jungle to garden. Turn jungle to garden. So? Ja, ja. Ja, het is zo. Het is zo. Vorhin, als ich darauf zugelaufen bin, auf der anderen Seite, habe ich es gar nicht gesehen. Ich hatte schon Angst, dass es jemand geklaut hat. Ja, es klaut. So. Es ist schön bewachsen, oder? Ja. Oh, was haben wir da? Wespe. 1. August hat man schon gefeiert. Nein. Ich hoffe nicht, dass fast unter jedem jetzt. Also gut, man kann sagen, es sind schon 6, 7 Eier gelegt. Die sind von letztes Jahr, sieht fast so aus, aber die zwei da. Ah, Spinnen bringen sich alle in Sicherheit. Wo gehen wir jetzt mit euch durch? Also wenn wir jetzt zurückgehen, könnten wir ja schon noch mit. Man ist als Mensch einfach ein Monster, das hier eingreift. So vieles kaputt macht. Muss man mal mit einem richtigen Hammer schlagen. Weil wenn wir das Dach in einem Bitz hätten, wäre das sehr viel einfacher. Voilà. So. Ich finde es ein total schönes Prinzip, Sachen zu zerstören. Anführungszeichen zerstören, wo man dann aber wieder zusammenbaut, wo man wieder zusammenfügt und so gut macht wie möglich, auch wenn es vielleicht Sachen wirklich kaputt gegangen sind, dass man gleich mit der Hingabe wieder mit der Hingabe und Liebe wieder zusammensetzt, wie von Anfang an, wo man es neu bauen hat. Und das finde ich so sehr ein sehr schönes Moment, dass man einfach nicht, ja, das Zerstören, das ist so ein bisschen brachial, das muss man halt irgendwie schlagen und etwas wegreißen und so, aber es nachher eigentlich wieder zusammenfügen, das finde ich das Schönste. Und es eben wirklich gut machen, probieren wirklich, es gut herzubringen. Wilde Schnittlauch. Fein, können wir dir ein Sandwich tun. Muss messen, aber es hat keine Sahne mehr dran. Und natürlich wie überall. Was? Ja, sehr schön. Ja. Ja, um den herum müssen wir ein bisschen arbeiten. Ah, und natürlich, überall hat es von diesen Topinambur. Die wuchern hier wie wahnsinnig. Der Messsägen schont man Pflanzen und vor allem die Insekten. Weil von den Druckwellen, von diesen unsäglichen Fadensensen, macht man einfach ihren Gehörgang kaputt und dann verrecken sie. So, willst du es etwas genauer machen? So, schau, von dem Sand habe ich geredet. Ja.
Wieso wollte ich jetzt das so ins Play bringen? Das ist ja irgendwie ein bisschen gemein. Aber ich habe doch das gemessen gestern. 1,51. Das kannst du, glaub ich, nicht schieben. Ey. Ja, ich kann es nicht. Ich würde es gerne noch ein bisschen aufdrücken. Autsch. Du kriegst das nachher gerade. Ja! Komm, zieh. Okay, gut. Ah, ich glaube, aber jetzt ist es. Ja, das ist doch eine schöne, schon fast luftige Höhe da oben. Ja, das ist, glaube ich, gut. Let the sunshine in. So, das ist doch das schon fast ein bisschen wohnlich. Das ist die Kuckucks. Schon recht wohnlich. So. Ah, wie sieht das aus? Wolken ziehen vorüber. Ja, da drüben ist schön, wenn man in ein Fenster schaut und Wolken sieht. Durchs Dach, durch ein Fenster, durchs Dach, in den Himmel. Rein, raus. Was ist mit dem Ego? Die lassen wir. Dass wir das Gerüst so schräg haben, das ist also wirklich doof. Von da dazwischen rein kann man es gut machen. Ja, längt uns das mit dem unteren Ding da? Die Haut jetzt verklemmt es. Nein, ich würde lieber eher nicht. Schrauben wir es dann an. Aber du weißt, wie eng das ist zum Aufnehmen, gell? Das schaffen wir nicht. Das ist noch breiter als die Wände. Die Mega. So. Es gibt einen Knoten, den nennt man die Grossmutter. Nein. Das ist die doppelte Grossmutter. Die können wir jetzt nicht brauchen. Können wir nicht brauchen. Diese Katze Janice heisst. Janice. Wie warst du? So ein Quatsch. Ich habe den angeschaut, das ist fast nicht abnehmbar, wie diese so kleine, schrüblich verrostete. Einfach so, dass er, ja. Nein, muss ich ein bisschen runter. Ich weiß nicht, jetzt kommt er natürlich nicht mehr. Nein, runter. Ja. Oh. Aber weißt du, was ist denn verhängt? Nein, der hängt nicht aus. Was ist denn verhängt? Hast du mir einen Karabinerhaken? Komm, es kommt zu regnen. Ja, so. Noch mehr. Ja, jetzt. Es ist eng hier. Ich kann nichts mehr machen. Okay. Irgendetwas ist blockiert. Okay. Das braucht es nicht mehr. Nein. Ja. Jetzt denke ich, es geht. Nein, ich habe es vom Schiff aus längstens gesehen, dass es nicht geht. Aber du hast mir nicht geglaubt. Es ist nicht richtig angehängt, nein, darum ist es so verflucht schräg. Uff. Und? Jetzt sind wir hier langsam oben. Ja, gut. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass... Ah, stopp! Irgendwie hängt es noch mal. Fuck. Ja, das ist ein Mist hier oben. Ja, das Gerüst hat aber auch 1000 Ecken hier. Oh, der Dachhänu hängt jetzt dran. Es ist unglaublich, jetzt hängt der Dachhänu an dem. Oh. Aber nein, nicht das Gerüst bewegen. Nein. Hoppla, hä? Das Gerüst haben wir nicht dürfen bewegen. Ja, weißt du, wie lange haben wir gehabt, bis wir das gesetzt haben? Ja, weißt du, wie lange haben wir jetzt gehabt? Jetzt müssten wir es zurücksetzen mit dem Wahnsinns-Dach auf dem.
Aber weißt du, wenn man das Bälkchen schon auf die andere Seite schrauben, kannst du es auf dem anderen Bälkchen noch mit dem Seil sichern. Eieiei, okay, nochmal zurück. Also, ich weiss nicht, diesen Scheissbalken hätten wir gescheiter abgeschrissen. Gott, verdorie sich. Jetzt sollte es hier zwei Schrauben. Und von innen anschrauben könnte man es nicht. Ja, yeah, ich komme dort nicht dazu, dann mache ich mir eine Hand ab. Gut. Nein, der Nagel ist wirklich super blöd. Hey, das ist, als hätten wir das im MCN, wie heisst das Ding, die Fräse, die computergesteuerte Fräse, als hätten wir das rausgefräset und jetzt tun wir es nur noch cool zusammensetzen. Ein bisschen wie Lego, hier haben wir, nochmal. Hilfe, Schraubzwinge drauf gsi. Das ist nicht so. Jetzt haben wir das Dach, ein halbes Dach ist doch schon nicht schlecht. Und ein Fensterladen. Und eine Tür, die nicht schließt. Ja, was wollen wir mehr? Ist doch super. Und das blaue Blech passt wunderbar zu dem Grün. Zu Rot, zu dem Grün. Aha, schön. Das Braun, das Ganze verbindet. Es gibt ein Bischof. Wow. Ha, sehr schön. Das richtige Häuschen. Und ich meine, so ein Häuschen, das ist jetzt 40 Jahre da gestanden. Das hat jetzt wirklich noch seine Zeit gehabt. Und jetzt wird sie etwas Neues überführt. Es ist ein neuer Raum, eine neue Idee. Und dann wird es wieder ganz neu wahrgenommen. Es ist, einfach, eben, es ist eigentlich das alte Häuschen, das man so gut kennt. Seit Jahren damit hier lebt und ist. Und dann ist plötzlich in einem anderen Zusammenhang, ist plötzlich eben hochgestellt und, oder irgendwie etwas verdreht. Und dann liest man es wieder ganz neu und hat wieder neue Ideen, was man damit machen könnte, für was das jetzt zu brauchen wäre. Und das finde ich eben schon ein spannendes Moment. Gut. Jetzt könnte man nicht denken, dass ich das Kaffee.